Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Partie gegen Wolfsburg. Leverkusen. Ich komme hier auf Wolfsburg. Leverkusen soll es heute sein. Wir möchten hier natürlich 3 Punkte mitnehmen. Im nächsten Spiel haben wir dann Kräuter Fürth und vielleicht machen wir heute eine 3-Spiele-Folge, wo wir dann eben den DFB-Pokal simulieren gegen Kräuter Fürth. Und dafür hätten wir dann eben noch Union Berlin in der... Jawohl, so einfach geht's. Embolo, ganz einfaches Ding. Durchgesteckt von Harry Kane. Embolo ist komplett durch. Der sprintet da eine Linie. Zack, zack, zack. Ganz schneller Fußball. 1-0. Ganz locker Embolo, der Doppelschlag innerhalb von 4 Minuten. Was ist denn mit Leverkusen los? Hier Draxler über links, spielt in die Mitte, in Rückraum auf Kukurea. Das spielt nochmal hoch und das komplett alleine. Embolo, der den Torwart auch noch komplett verlädt. Und so steht es 2-0 nach nicht mal 10 Minuten und es war sein 9. Bundesliga-Treffer. Göttliche Kombinationen, 3-0 nach 18 Minuten, Harry Kane. Wir haben ein bisschen umgestellt vorne, die drei Leute im offensiveren Mittelfeldbereich. Da ist jetzt Gomez auf links, Draxler im Zentrum und Embolo auf rechts. Und so scheint es hier ordentlich zu funktionieren, hier die Vorarbeit. Göttlich und Kane muss nur noch abschließen. So einfach geht Fußball. 12. Saisontreffer nach 20, nicht mal 20 Minuten. Steht es hier schon 3-0. Draxler göttlich gemacht und der Schuss geht nicht rein. Das wäre es 4-0 gewesen. Holy shit. Und das nach nicht mal 25 Minuten. Da hat Leverkusen dann nochmal Glück. Die Partie ist längst gelaufen. Wir können dreimal wechseln hier. Wir bringen Eri rein für Embolo auf rechts. Wir bringen Isak rein vorne für Kane und Draxler für Coman. Das heißt, Gomez geht wieder in seine gewohnte zentraloffensive Mittelfeldspielerposition. Und mal schauen, was hier noch geht. Eri wird hier mal auf rechts eingesetzt und macht direkt mal die Murmel rein. 4-0 in Leverkusen. Holy shit. Was für ein Solo hier. Zieht in die Mitte und dann flach den Ball unter Leno hindurch reingeschlänzt. Sollte ja eigentlich die Aufgabe von Smart sein, der ja der Robben-Region ist. Aber Eri ist eben auch Linksfuß. Und somit wollte ich ihn einfach mal auf der rechten Seite probieren und hat scheinbar, scheint zu funktionieren. Die Partie ist gegessen. Hier wird wahrscheinlich nichts mehr anbrennen. 4-0, das soll der Endstand sein. Leverkusen mehr als ungefährlich. Leno jetzt hier alle Zeit der Welt und wir sehen uns in der nächsten Partie gegen Fürth in der Simulation des DFB-Pokals. Bis gleich. So, DFB-Pokal-Action gegen Fürth. Ich bin wirklich gespannt, was hier so geht. Eigentlich, das ist eine No-Name-Mannschaft und wir haben hier mit unserer BF trotzdem noch richtig, richtig gute Stars auf dem Feld. Aber bislang geht nichts. Erste Halbzeit ist rum, zweite Halbzeit läuft und hier geht nichts. Was ist los? Was ist los? Guerrero mit dem 1-0. Und wir verlieren 2-1, was? Was? Wir verlieren. Genau. Raum macht einen Doppelpack. Genau, natürlich. Gegen Fürth, DFB-Pokal, B11 gegen A11 aus der zweiten Liga. Eigentlich sollte das kein Problem sein. Und wir gewinnen nach Elfmeterschießen, Alter. 3-4. Was zur Hölle? Isak mit dem Doppelpack reicht nicht aus gegen Fürth. What? So, und da wir 11 Punkte Vorsprung haben, würde ich sagen, simulieren wir jetzt die beiden Partien hier noch gegen Union Berlin
und dann gegen Werder Bremen. Dann ist die Saison auch schon rum. Wir gewinnen hier 1-0 durch Isak. Der macht da das Tor und ich muss gleich wieder niesen. Und es kommt so langsam, aber ich kann es unterdrücken, Gott sei Dank. Wir trainieren hier nochmal schnell. Auch gegen Bremen darf die B11 ran. Nur Coman als Ersatz für Swart, der 2 Monate lang verletzungsbedingt ausfällt. Wir gewinnen trotzdem. Coman und Guerrero treffen und sehen uns somit in der... Wir setzen jetzt hier... Wir gucken mal auf den Kalender. Wir sehen hier, okay, die Hinrunde ist vorbei. Und jetzt gucken wir uns mal den Kader an. Ich würde sagen, wir machen das ganz, ganz, ganz schnell. Und dann gucken wir uns noch die Transfers in der nächsten Folge an. Und ja, Team Zentrale, los geht's. Wir gehen auf Statistiken, Karius, Neuer und Pavoletti. Beide im, oder alle drei im ähnlichen Bereich. Keiner sticht so mega hervor. Alle mit 7,2, 7,1. Also das ist wirklich erstaunlich. Wobei Pavoletti jetzt natürlich die besten Karten hat mit 19 Jahren, eine 87 und plus 4. Also der hat noch enormes Potenzial nach oben. Neuer minus 2 schon mit 35. Aber ja. Rechts Maffeo und Falcao Santos. Falcao Santos hat sich da anfangs eher so durchgesetzt. Momentan ist er Maffeo am Kommen. Zagadou bekam 12 Einsätze. Upamecano seine 13, Hummels 14. Süle war jetzt lange, lange verletzt, ist jetzt wieder zurück, aber wurde noch geschont für diese Hinrunde. 8 Einsätze, 7,4. Für mich der absolute Abwehrchef da hinten. Tuansebe 11 Einsätze gekriegt, 7,9. Gewohnt stark, wie immer eigentlich. Fosu Mensah 3 Einsätze, 8,2. Ist auf jeden Fall einer mit Potenzial. Der hat auf jeden Fall mehr Einsätze verdient, würde ich sagen. Davis, Cucurella, 23 Jahre alt, 85er, 13 Einsätze gemacht. Unfassbar starker Mann. Kanté, der Ausweichliche, 30 Jahre alt, 90er Gesamtwert, zentraler Mittelfeldchef da hinten. Der hat eigentlich alle Spiele gemacht, außer 2 Bundesliga-Partien hat er jetzt verpasst und das waren die 2, die wir jetzt eben simuliert haben. Sonst alles mitgemacht, 8,1 in der Bundesliga, er ist ein Kämpfer. Hector wird den Verein verlassen nach Köln. Swart fällt jetzt eben 2 Monate aus mit seinen 20 Jahren, ist ein bisschen schade, aber gut, er kam aus seinen 9 Einsätze, 2 Vorlagen. Akzeptabel. Coman wurde jetzt nach und nach zu einem ganz, ganz wichtigen Spieler. 12 Spiele, 9 direkte Torvorlagen in der Bundesliga. Das ist ein enorm starker Wert. 8,1 bringt ihm das. Zielinski, wir werden ihn wahrscheinlich abgeben. Er konnte sich nirgends durchsetzen, hat keine Position gefunden, wo er wirklich gut ist. Deswegen werden wir gucken, dass wir ihn irgendwie eintauschen können jetzt im Winter. Pulido Majoral kam auf 18 Einsätze und ein Tor, ist ein relativ passabler Spieler. Diese Saison ist nicht so seine, aber er ist auch erst 20 Jahre alt, da ist enormes Potenzial noch da. Sanchez, 24 Jahre alt, hat ganze 14 Einsätze in der Hinrunde gekriegt, ist akzeptabel, hat gute Werte und ist dann wahrscheinlich der übergangsmäßige Nachfolger von Imir, von Verratti. 11 Spiele, 2 Vorlagen. Er ist vorhanden auf dem Platz, aber er ist nicht, er passt einfach nicht irgendwie so in mein System. Das ist ein ähnlicher Fall wie bei Keita. Ein richtig, richtig starker Spieler, aber irgendwie passt es nicht. Er hat eine 91, ist im besten Fußballeralter, aber irgendwie passt es nicht. Er ist nicht herausragend, er ist nicht mega schwach, aber er ist halt einfach nicht der Burner. Was ich mir halt erhofft habe von so einem. Bruma, 8 Spiele, 5 direkte Torbeteiligung, 6 Bundesliga-Einsätze, 3 Tore, 2 Vorlagen, ist schon ein starker Wert, der wird auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Spielzeit kriegen in der nächsten Zeit. Eri hat jetzt seinen ersten Treffer erzielt gegen Leverkusen, 6 Bundesliga-Einsätze, davon in jedem zweiten Spiel eine Torbeteiligung, ist auf jeden Fall sehr, sehr stark, der wird mehr Einsatzzeit kriegen, da bin ich mir ziemlich sicher. Guerrero, bei ihm müssen wir noch überlegen, wo setzen wir ihn ein? Linker Verteidiger, linkes Mittelfeld, das ist noch so ein bisschen offen. Aber was er bis jetzt gespielt hat, war alles nicht schlecht. Er macht seinen Job auf jeden Fall sehr, sehr gut und ist ein guter Backup für Cucurella. Gomez, er wird wahrscheinlich auf die linke Seite ausweichen müssen, wenn da Draxler dann kommt.
weil Draxler im Zentrum enorm stark ist. Er hat zwar eine gute Saison gemacht bislang, 17 Partien, 10 direkte Torbeteiligungen, das ist schon stark. Aber klar, er war schon besser, aber er ist erst 21, hat ein enormes Entwicklungspotenzial, ein richtig starker Mann. Er hier kam neu zum Club, 2 Spiele, eine Torvorlage, er kam ablösefrei, er war vereinslos. Und ja, Amiri, kann man nicht viel zu sagen. Felipe Anderson, guckt es euch einfach an hier. Embolo, 22 Torbeteiligungen in 22 Spielen. Dazu brauche ich nichts sagen. Das ist ein richtig, richtig geiler Typ. Firmino wird den Verein verlassen, geht nach Bayern, wird 50 Millionen Euro einbringen. Harry Kane, ein Extraklasse-Stürmer. Ging auf eine 91 noch hoch bei uns. 28 Jahre alt, im besten Fußballeralter. Eine 8,3 im Durchschnitt. Das ist ein enorm geiler Spieler. Hat sich jetzt mit der Zeit doch noch zu einem richtigen Stammspieler entwickelt. Isak dagegen hat ziemlich an Potenzial nachgelassen, hat in der Bundesliga nur 3 Torbeteiligungen in 7 Spielen, dafür im DFB-Pokal eben 3 Tore in 2 Spielen. Und ja, er ist akzeptabel. Es ist nicht der Mega-Burner, aber es ist in Ordnung. Draxler hier, 10 Tore in 15 Spielen und das, obwohl er kein Stürmer ist. Er ist in der Bundesliga mit 11 Einsätzen an 10 Toren beteiligt und 7 davon Tore. Das ist schon heftig für ein ZOM. Und ja, jetzt gucken wir uns einfach mal noch die Tabellen schnell an. Das ist schnell abgehakt. Hier haben wir den KSC auf Nummer 1. Wir haben nur eine Niederlage geholt und das war direkt zu Saisonbeginn. Das war natürlich ein ganz, ganz katastrophaler Start, aber wir sind jetzt mit Abstand die beste Mannschaft, allein schon von der Tordifferenz. Wenn wir uns angucken, wo Dortmund und Bayern stehen, Bayern auf 11, Dortmund auf 13, Dortmund war zeitweise auf 17, sind sich jetzt so langsam am Fangen, aber die sind am Abgrund. Bayern ebenso, die sind absolut scheiße diese Saison. Dafür kommen Mannschaften wie Gladbach oder Wolfsburg immer weiter hoch. Köln kann nicht mehr so mithalten diese Saison. Überrascht mich ein bisschen. Jetzt mal gucken, was in der Rückrunde geht. Schauen wir uns noch die Champions League an. Hier sehen wir die Auslosung. Wir spielen gegen Sevilla, so wie ich das sehe. Tottenham gegen Juve, so wie in der Realität sogar. Und ja, Dortmund ist noch mit dabei gegen Liverpool. Wird ein spannendes Spiel. Und ansonsten nur noch wir. Kein Bayern, kein nix. Das ist ja schon mal richtig schwach. Torjäger, leck mich am Arsch. Guckt euch das an. Die ersten 4 Plätze werden von Karlsruhe-Spielern besetzt. Kane, Embolo, Draxler, Coman. Wobei keiner weniger hat als 7 Tore. Coman, Draxler 7 Tore, Embolo 9 und Kane 12. Das ist enorm stark. Und 2 Spieler, Embolo und Kane, auch noch in der Vorlagenliste. Die Nummer 1 und 2. Geile Typen. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dann.